ein Shopping-Mekka. Lange Warteschlangen vor den Luxusläden. Die meisten Shopping-Touristen sind heutzutage wohlhabende Chinesen vom Festland, die hier ein Schnäppchen machen wollen. Denn wegen des Freihafens sind Luxusprodukte in Hongkong viel günstiger als in China. Einer der erfolgreichsten Schmuckhersteller hat 80 Filialen allein in Hongkong. In Festlandchina betreibt die Kette 1700 Läden. Chinesen sind verrückt nach Schmuck und zahlungskräftig. 300 Milliardäre leben in China. Und die wohlhabende Mittelschicht wächst und wächst. Alles potenzielle Kunden für Filialleiter Kent Wong. Die meisten chinesischen Touristen kommen hierher, um Schmuck zu kaufen, vor allem Goldschmuck. Wenn eine Hochzeit ansteht, dann kaufen die Angehörigen Schmuck für die Braut. Das zum Beispiel ist eine Halskette aus 24 Karat purem Gold. Auf der einen Seite ist ein Drache, auf der anderen ein Phönix. Der Drache steht für den Mann, der Phönix für die Frau. Traditionell gehören bei einer Hochzeit auch diese goldenen Armreifen dazu. Die schenken die Eltern oder nahe Verwandte der Braut. Nicht ganz mein Geschmack. Und ein Perlenring für 2000 Euro ist leider ein bisschen zu teuer. Von Kowloon auf der Festlandseite zurück auf die Insel Hongkong, quer durch den Victoria Harbour, natürlich mit der Star Ferry. Die Fähre ist ein Muss für jeden Touristen und gleichzeitig alltägliches Verkehrsmittel für die Hongkonger. Keine 10 Minuten und schon ist man drüben, im Banken- und Businessviertel, rechtzeitig zum Feierabend. Eben noch im Kostüm am Arbeitsplatz und jetzt schon in Schale geschmissen für die After-Work-Party. In diesen Frisiersalon kommen die Business-Damen gleich nach Arbeitsschluss, um sich für die Geschäftsessen und Partys stylen zu lassen. Hier werden keine Haare geschnitten, nur geföhnt, gedreht und aufgehübscht. Jessica ist zu einer Gatsby-Party eingeladen. Frisur und Kleidung sollen im Stil der 20er Jahre sein. In einer halben Stunde geht die Feier los. Wie gefällt dir dieser Salon? Es ist großartig. Das, was die typische Hongkong-Frau braucht. Es muss schnell gehen, das Ambiente muss stimmen und das Bar-Styling her. Auch das passt zu Hongkong. Nun gut, dann lasse ich mich eben auch ondulieren beim Schnellfriseur für einen Abend. Und es kann losgehen. Auf ins Nachtleben der Stadt. Der Stadtteil Lang Kwai Fong verwandelt sich bei Sonnenuntergang in eine riesen Partymeile. Bar reiht sich an Bar und auf der Straße stehen die Menschen mit ihren Feierabenddrinks. Der beste Ort für einen Absacker nach einem langen Tag.